Hallo Menschen, und damit heiße ich euch wieder herzlich willkommen zurück zu Siberia 2. In der letzten Aufnahmesession haben wir einiges erreicht. Wir haben Boris wieder getroffen, mussten Hans von seinen Entführern retten und sind schließlich in eine Art U-Call-Falle geraten und sind nun in der verschollenen U-Call-Stadt, wie man so schön sagt. Und wir machen weiter, wo wir aufgehört haben, nämlich hier an diesem Ort. Ich habe mal ein bisschen rumgeforscht und ich habe tatsächlich einiges übersehen. Ich muss nur die Sachen finden. Hier zum Beispiel. Das wäre das Erste. Eine leere Wasserflasche und einen Korken. So, die leere Feldflasche. Hier. Und so. Also soweit habe ich nur probiert. So, und mit Wasser gefüllte Feldflasche. Wofür wir die brauchen, weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. Also es gibt bestimmt noch mehr, das ich übersehen habe. Was ist das? Das kann ich nehmen. Lederriemen. Eine Schleuder. Wow. Okay. Okay. Komischer Vogel, diese Schneeeule. Und hier scheint ja was zu fehlen. Die Schleuder vielleicht? Nee. Was ist das? Weiß ich nicht. Die Gräte? Nee. Nee, die kann ich nicht mit der Eule. Diese Schneeeule ist wirklich überall. Korbpfropfen, russische Puppe, Schleuder, eine volle Feldflasche. Ist eine gute Frage. Ach, jetzt bin ich hier wieder. Okay, hier gibt es ja nichts mehr. Hat der noch was für mich? Guten Tag. Kunuk Mark, Kate Walker. Nein, der hat nichts mehr. So, und wir müssen ja Hans von der Schamanin abholen. Jetzt bin ich wieder hier. Ah ja. Weil Hans anscheinend jetzt im Sterben liegt und es wirklich nicht mehr mitmacht. Und deswegen die Schamanin. Mehr oder weniger schon hier in Trance sich befindet. So war es ja in der letzten Aufnahmesession. Da hat der große Stammhäuptling ja gesagt, dass Hans Vorarlberg ja im Sterben liegt und dass die Schamanin ihre Ritualtrommeln am Laufen hat und somit sich in Trance befindet, wahrscheinlich um Hans mehr oder weniger auf die letzte Reise zu schicken, wie man so schön sagt. Huch. Nochmal. Da waren doch gerade zwei U-Call. Ja, da. Gehen wir mal wieder hoch. Vielleicht habe ich oben auch was übersehen. Kulit, tuk tut, kunuk mak, tuk tut.
Okay, Konuk Mark, hast bei denen anscheinend guten Tag. So viel weiß ich ja jetzt schon mal. Und das Kolit und Tutuk? Keine Ahnung. Hier geht's ja nicht weiter. War ich hier hinten schon? Nee. Das ist ja ein Ding. Aber die Jukolstadt ist auch verdammt riesig. Da verirrt man sich schon ziemlich schnell. So, gibt es hier irgendwas? Nee, ich glaub nicht. Geh ich mal raus. Guten Tag. Konukmak, Tuktut. Ich heiße Kate Walker. Und Sie? Nanuk Metal. Tuktut na. Nanuk. Tuk. Tut. Nanuk Metal. Tuktut na. Ich hoffe, Sie fürchten sich nicht vor mir. Weg, Nanuk Metal. Weg, weg. Tuktut na. Na. Tuktut. Bestens. Werde ich mir merken. Verstehen Sie mich nicht? Maktijak. Weg Nanuk Metal na. Ich verstehe auch nicht besonders viel. Schön. Gut, der Zug. Das ist nur ein Zug. Aus Metall. Wie Oskar. Weg Metal. Ja, genau. Tuktut. Nicht gefährlich. Danke. Sehr liebenswürdig. Kulit. Okay, Beg heißt wahrscheinlich böse. Guten Tag. Konukmak, Tuktut. So, dann gehe ich mal zum Zug. Falls es Zug sein sollte. Oha. Nee, kann ich nicht nehmen. Schade. Verschwinden die Schienen einfach das so drin. Das ist brutal. Das ist viel zu schwer. Ich werde Hilfe brauchen, um ihn bis zum Zug zu ziehen. Viel zu schwer, der muss dann wahrscheinlich da. Oh je. Aber gut, dass wir wissen, wo es auch einen Ausgang wieder gibt. So, Tuktut. Guten Tag. Konukmak, Tuktut. Oskar ist mir keine Hilfe. Der Arme kann nicht im Schnee laufen. Deshalb brauche ich Ihre Hilfe. Nanuk Metal, na. Er ist aus Metall. Ein Automat. Aber er ist wirklich nicht gefährlich. Weg, Nanuk Metal! Ist ja geradezu eine fixe Idee. Könnten Sie mir helfen, das Seil zu ziehen, bitte? Nanuk Metal! Tuk tuk na! Das Seil! Die Kordel, da! Weg, Nanuk Metal! Tuk tuk na! Na, super, hey. Ich glaube, der will uns nicht helfen, weil er Angst hat vor dem bösen Metall. Oskar tut euch nicht zuleide. Ich schwör's. Mach dich, Jack. Weg Nanuk Metal na. Ich verstehe auch nicht besonders viel. Danke, sehr liebenswürdig. Kulit, Tuktut. Ach, hey, dann nochmal zum Zug. Ach, schön, mit Fußspuren. Sicher jetzt erst. Mal auf zum Zug.
Und mal nach vorne reingehen. Vielleicht finde ich ja da irgendwie etwas. Um den Zug noch ein bisschen weiter nach vorne zu bringen. Guten Tag, Oscar. Kate Walker, wo waren Sie denn? Ich muss gestehen, ich war etwas in Sorge. Ich bin hier, Oscar. Das ist die Hauptsache. So, oh, drei neue Gesprächsthemen. Allmählich mache ich mir Sorgen, Oscar. Sie haben Herrn Vorarlberg nicht gefunden, stimmt's? Ich befürchte das Schlimmste. In seinem Zustand kann er doch nicht weit sein. Sicher. Aber wo? Berechtigte Frage. Haben Sie das gesehen, Oscar? Der Hügel ist hohl und die Schienen laufen ins Innere. In der Tat. Äußerst seltsam. Der Hügel bebt. Ein Tor geht auf und aus der Höhle da kommen Eingeborene. Sie sind sogar mit einem Seil bis an den Zug herangekommen. Als ich etwas zu ihnen sagte, liefen sie davon. Warum wohl? Wir müssen uns jetzt wieder in Bewegung setzen und auf den Schienen weiterfahren. Das geht nicht, Kate Walker. Der Federmechanismus der Lok muss aufgezogen werden. Ich fürchte, wir können nicht weiterfahren, da es hier nirgendwo eine Aufziehstation gibt. Das ist schon komisch, dass Herr Vorarlberg daran nicht gedacht hat. Hat er vielleicht doch, Oscar.